So, also gut Leute, wir gucken uns die neue Folge von Twitch Clips Germany an. Folge Nummer 172, Tiefschlag. Ihr dürft jetzt Hallo YouTube reinschreiben, weil dieses ganze Video wird ja auch auf YouTube zu sehen sein. Wie immer könnt ihr die Reaction auf Twitch Clips Germany bzw. auf React Clips Germany auch angucken. Also, wir gehen rein. Falsche Szene. Tiefschlag heißt die Folge. Bin ich mal gespannt. Let's go. Was? Jetzt viel Spaß mit den aktuellen Twitch Clips Germany. Perfekt abgesprochen. Schreit. TCG kostet eine feine Katze. Geld. Klingt komisch, ist aber so. Das Geld, was Clippy hier einnimmt, existiert nicht. Darum gibt es jetzt Patreon. Für 2 Fischis könnt ihr dort ab sofort die Compilations unterstützen. Ihr gebt mir auch Bescheid, ob der Ton passt, ne? Ich möchte noch mal ganz kurz was zum Thema Monetarisierung von Twitch Clips Germany sagen, weil ich da die letzten Tage hier und da bei anderen Streamern im Stream gesehen habe, dass sich da welche drüber aufregen, dass er damit Geld macht mit Patreon. Ihr müsst aber verstehen, ich will das jetzt ganz kurz mal erklären, er macht mit dem Hauptkanal von Twitch Clips Germany 0,0 Geld. Ja, also da kommt kein Geld rein, weil er einen Strike bekommen hat auf YouTube. Einen. Und das hatte ich auch damals auf meinem YouTube-Hauptkanal, deswegen habe ich einen neuen gemacht. Damit ist die Monetarisierung von deinem Kanal futsch. Und ich finde, wenn jemand sowas macht wie er hier, so ein Kanal mit dieser Twitch, mit dieser Clips-Compilation, ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung, wenn er über Patreon dann Geld reinholt. Also da braucht sich keiner beschweren, der auf Twitch streamt und auch auf Twitch mit Twitch sein Geld verdient. Es ist genauso legitim, sein Geld zu verdienen über YouTube mit so einer Twitch-Clips-Compilation. Weil jeder, der seinen Clip einsendet oder auf TCG, auf die Website geht, gibt auch seine Einverständniserklärung dafür ab, dass seine Clips dafür verwendet werden können. Andere kommen da gar nicht drin vor. Ja, also es ist völlig legitim. Ich finde das irgendwie unfair, dazu sagen so, yo, er ist nur geldgeil oder sowas. Das stimmt nämlich einfach nicht, weil das Ganze muss natürlich auch irgendwo sich bezahlbar machen. Das ist nämlich auch ein Haufen Arbeit, die da drin steckt, ne? Ihr müsst einfach mal gucken, wie viel Geld da drin, wie viel Zeit und Aufwand auch in der Website drin steckt. Also finde ich völlig unberechtigt, das zu sagen, ne? Das ist völlig legitim, dass er damit Geld verdient. Das wollte ich einfach nochmal nur so gesagt haben. Ist auch egal, wo ich es gesehen habe. Ich will da auch niemand irgendwie was unterstellen oder sowas. Aber ich finde es nicht fair zu sagen, yo, das ist irgendwie geldgierig oder sowas, weil es gehört dazu. Es ist okay. Ne? Dafür hat man auch irgendwo Geld verdient, wenn man wirklich was macht und etwas leistet. Also es ist für mich in Ordnung. Wollte ich nur nochmal so gesagt haben. Und hi, Palico. Hä? Dieses Bild gibt's doch wirklich, oder? Von Thaddäus. Hat sie das selber gemalt? Voll geil, richtig schön. Hat sie wahrscheinlich selber im Stream gemalt. Wie ist das, wenn ich jetzt einen Clip einsende von einem Streamer? Muss ja das dann vorher den Streamer fragen, ob das in Ordnung ist oder wie ist das? Es kommen keine Clips in der Compilation, wenn der Streamer sich nicht auf der Website angemeldet hat. Das ist ja das. Also du gehst, wenn du auf die Website gehst und dich dort eingeloggt hast, dann gibst du die Einverständniserklärung dafür ab, dass deine Clips dafür verwendet werden dürfen. Wenn du jetzt von einem Streamer etwas einsendest, der das noch nicht gemacht hat, dann kommt das auch nicht in der Compilation. Deswegen ist es vollkommen legitim. Deswegen geht er jetzt auf Nummer sicher, dass das nicht mehr passiert, dass da ein Copyright Strike gibt oder sowas. Und das ist doch völlig in Ordnung dann. Ne? Und hi Schnunzi, guten Abend. Timuna, moin moin, hi. Ist krass, oder? Das war eine krasse Zeichnung gerade. Oh mein Gott, da bin ich und ich habe einen Krampf im Fuß. Ich habe einen Krampf im Fuß. Ich habe einen Krampf im Fuß. Au. Boah, das ist so übel. Au. Ey, das ist so übel, wenn du so einen Krampf in der Wade hast oder so. Als hatte dir das auch schon mal nachts. Oder wenn du, gerade wenn du irgendwie so in der Wade einen Krampf hast, das ist das Ekelhafte, was es gibt. Das habe ich schon so oft nachts gehabt. Oh mein Gott. Das ist richtig belastend. Gott sei Dank hatte ich das noch nie im Stream. Magnesium, Leute, das ist der Lösungsansatz. Ihr müsst mehr Magnesium trinken oder zu euch nehmen, irgendwie. Ne? Wenn mein Kleiner gegessen hat und ich würde auch mitfahren, weiß aber natürlich nicht, ab wann ich kann. Aber bei Mario Kart, es dauert noch ein bisschen, Bert Marie. Wir gucken uns das hier noch an und danach gehen wir noch in die Pokémon, in den Pokémon-Trailer rein. Und dann geht's weiter, ne? Mit Mario Kart. Oder beim Schwimmbecken im Hallenbad. Übel, richtig übel, so ein Krampf. Ich hatte früher beim Schwimmen immer einen Krampf im Fuß. Im Fuß kenne ich auch, das ist auch richtig lästig.
Jetzt schwimme ich nicht mehr. Als ob du jetzt seitdem nicht mehr schwimmst, was? Gott. Richtig fies bei Sexy Time, so ein Krampf. Oh mein Gott, hör mir auf. Das ist auch mies. Stimmt, wenn du beim Akt der Liebe einen Krampf im Fuß oder im Oberschenkel bekommst. Perfekt. Unser Servicepersonal wünscht sich seit seiner Kindheit, das selbst auch mal ausprobieren zu dürfen. Der wird es wirklich. Okay, na dann. Und nun, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich und die Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Was? Wo hat er denn die Weste her? Das wollte ich auch schon immer mal machen. Hey, wie cool hat er das gemacht? Hä? Voll süß, wie er sich gerade gefreut hat, oder? Dass er ein Hühnchen ist. Ich denke mal, er freut sich, dass er ein Hühnchen ist, oder? Diese Enttäuschung in den Augen. Perfekt. Kaum ist man 5 Minuten weg, ist das absolut derby, ist so. Guck mal, was da gerade im Hintergrund passiert. Digga. Das ist doch dieses VR-Chat, wo auch voll im Fokus steht, dass da voll viele Asoziale sich und sowas tummeln, oder? Hat das nicht voll den schlechten Ruf? So cringe, ne? Ich habe das schon oft gehört, dass das echt einen schlechten Ruf hat, dieses VR-Chat. Ist ja lustig, ich wusste gar nicht, dass es da Leute gibt, die das auch streamen. Und guten Abend, Rory. Hat's nicht, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe irgendwo mal gehört, dass sich da so richtig komische Leute tummeln. Irgendwas habe ich da mal gehört, dass das irgendwie kurz davor ist, geschlossen zu werden. Oder dass da auch irgendwelche Sachen rausgenommen worden sind, irgendwelche Patches gemacht worden, die wo sich die Community voll aufgeregt hat. Das hat mal irgendwo Schlagzeilen gemacht, dieses VR-Chat. Da kann ich mich noch irgendwie dran erinnern. Drive-in mit dem Auto? Chillig. Ah, chillig. Yes, hi. May I please have a chicken brat box meal with a Mecha Burger toy? Das bräuchte ich auch mal bei McDonald's oder so. Perfekt. Hey, Twitch Engel hier. Ich wollte nur mal sagen, dass ihr alle wunderschön seid. Passt auf euch auf, vergesst nicht, ihr werdet geliebt, genauso wie ihr seid. Ändert euch für niemanden. Hi Nora und Dankeschön für die lieben Worte. Guten Abend. Moin. Und hi Gigi, mein Lieber. Guten Abend. Du kannst dir vorstellen, ich bin 68 geboren, du Arschloch. 68 geboren. Was für ein Viech. Naja. Ich wollte es gerade ausrechnen, dann ist mir aufgefallen, ich habe keinen Bock. Machen wir einfach weiter. Das kenne ich auch. Du denkst, ich will irgendwas ausrechnen. Du rechnest schon im Kopf. Und dann so, nee, scheiß drauf, lassen wir das. Höhlich. Die Feinigkeit hier. Dich? Da sitzt ja auch niemand am Steuer. Ist das so ein sogenannter Geisterfahrer? Geisterfahrer. Badum, badum, badum. Mausi, bist du jetzt Content Creator? Oh, feine Katze. Hase, bist du jetzt hier? Seht ihr? Oh, wie süß! Ihr habt jetzt einen neuen Star. Baby, bist du ein Star? Du bist ein Star. Ja. Ja, ja. Oh, ich lieb das. Weil Katzen einem so eine richtig schöne Antwort immer geben. Schneeli ist auch so eine. Also Schneeli ist, also Baloo ist nicht so, aber wenn du mit Schneeli anfängst zu reden, die gibt dir immer eine Antwort. Du sagst irgendetwas, du guckst sie an und sie gibt dir immer eine Antwort. Wir probieren das nachher mal aus, okay? Vielleicht hole ich sie nachher mal rüber, die gibt dir immer eine Antwort. So ein Feini einfach. Und hallo Wensi, moin moin. Eine Prise Salz. Was tut sie da? Hä? Was tut sie da? Ach nee, oder? Was ist das? War das jetzt irgendwas Süßes mit Salz oder war das Banane? Hat ihr das richtig? Ich glaube, das war eine Banane mit Salz, oder? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, der Arme.
Jetzt gibt's gleich eine Gewalttat. Was? Schmeckt dir das? Oh mein Gott! Boah! Oh, Katschinga am Stissel! Ich hab ein Loch reingehauen. Das habe ich in ihre Insta-Story gesehen. Sie hat in ihrer Insta-Story gepostet, dass sie jetzt ein Loch im Tisch hat mit Danke Elden Ring. Als ob sie wirklich während dem Stream ein Loch in den Tisch gehauen hat. Oh mein Gott! Digga! Hat sie nicht gemacht, Alter! Shit, Alter! Jetzt weiß ich. Ich sag's euch, ich werde dieses Spiel niemals on Stream hier spielen. Diesen Scheiß werde ich mir nicht geben. Ich werde nämlich genau so, ihr wisst, weil ich die Mario 64 Speedruns gemacht habe, da sind bei mir auch Controller geflogen. Und ich habe nur einmal in meinem Leben richtig heftig einen Ausraster gehabt und das war bei FIFA und da habe ich auch ein Loch in die Wand reingemacht mit einem Controller. Deswegen solche Spiele on Stream, never kriegt ihr mich nie dazu, niemals für einen richtigen Stream. Das wird mich so triggern, ganz schlimm. Aber sie ist übrigens eine richtig sympathische, macht mal gerne einen Shoutout, Mods, für Katschinga, die ist echt eine Liebe, ohne Scheiß. Die reactet auch so cool auf TCG, ich finde das immer richtig nice bei ihr. Richtig, richtig coole. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Tut mir nur sehr leid, sie hat auch immer voll den Internet-Struggle zurzeit. Da, genau dieses Bild! Digga, wie übel! Dankeschön, Lisa. Scheiße, Mann, das hab ich gerade so aufgeregt. Das war so dumm! IKEA-Tisch. Diese IKEA-Tische, die sind halt voll kacke. Die sind eigentlich wie aus Pappe nur, ne? Die sind wie aus Pappe. Du schlägst da drauf, du siehst dann drunter nur Pappe. Das sind solche Dreckstische. Da machst du einen Schlag drauf, dann sind die kaputt. Das ist das Gute bei mir. Ich habe hier so eine Tischplatte aus Vollholz, oder ja, so eine Spanholzplatte eigentlich, die einfach nur weiß laminiert ist. Perfekt. Da passiert das nicht so schnell. Aber drunter habe ich auch diesen IKEA-Tisch. So hört sich das übrigens an, wenn Easy läuft. Oh, Scheiße. Oh Gott, ich fühle das so. Digga! 2 kaputte Tische in einer Folge, was ist denn los hier? Alter! Holy, was tun die? Aber ich fühle das so, war bei mir bei Ori auch damals so. Bei Ori and the Blind Forest, müsst ihr euch mal angucken, das Let's Play auf meinem Highlight-Kanal. Da habe ich auch das Spiel gespielt und das hat mich so getriggert, dass ich auch ein paar Mal auf den Tisch geschlagen habe. Und da habe ich einen PlayStation 5 Controller kaputt gemacht. Der Tisch ist aber heil geblieben, Gott sei Dank. Übel, zum Kotzen. Also bei so einer Reaction muss man sich nicht wundern, wenn der Tisch kaputt geht. Ja, bei so einer Reaktion, ja. Einfach so einen Tisch an die Wand hängen und bei Aggression immer dagegen schlagen. Einfach einen Boxsack oder sowas. Wenn du wirklich so ein Aggressionsproblem hast, ist das Beste, wenn du dir einfach so einen Boxsack hinten ranhängst und einfach übel auf den draufhaust, wenn du irgendwie Aggressionen hast. Das ist doch am einfachsten, oder? Kann man seinen Controller so behandeln, der ist scheiße teuer. Ja, das ist komplett dumm, Schnunzi. Weißt du, wie ich mich geärgert habe danach? Einfach nur aus Emotion heraus. Das ist so dumm. Das ist total dumm. Ist mir aber nur einmal passiert. Und das in... Also ich glaube, ich habe in meiner ganzen Gamer-Zeit jetzt und ich bin jetzt... Eigentlich schon, also seitdem ich 4 oder 5 Jahre alt bin, zocke ich mit Konsolen. Ich glaube, ich habe 3 Controller geschrottet in der ganzen Zeit. Passiert halt, ne? Was willst du machen? Manchmal geht's halt mit einem durch. Und hi, Charming Monster. Guten Abend. Moin. Warum sitzt Rika eigentlich so schief? Weil sie immer schief sitzt. Sie hat den Stuhl ja auch zur Seite. Also sie sitzt nicht in dem Stuhl richtig drin. Nee, wenn das hier nicht passt, alles. Nein, guck mal. Lehne passt nicht. Setz dich mal. Nee, ich brauch das zum Anlehnen. Du hast da eine große Lehne. Du brauchst das nicht. Dann gehe ich kurz bei Stream Elements rein. Warte mal ganz kurz, brauchst du. Guck mal, die Bude zerstört, man kennt's. Ach, perfekt. Da kennt sich keiner aus. Mit diesem Stream hier offiziell mein OnlyFans-Account. Digga, dieses T-Shirt. Wisst ihr, woher man das kennt? Wer kennt dieses T-Shirt?
Wer hat dieses Wer kennt dieses T-Shirt? Ja, bei FIFA ist ganz schlimm, Schnunzi. Deswegen spiele ich nur noch ruhige Games und das ist nicht und ich kann es sonst nicht kontrollieren und bei mir geht mir eher meine Hand kaputt. Das ist halt auch gefährlich. Gibt viele, die sich auch die Hand kaputt schlagen wegen so einer Scheiße, ne? Oder Stressbälle, stimmt, Cranks. Und hi happens, mein Lieber. Guten Abend. How I Met Your Mother, Robin. Robin von How I Met Your Mother, die hat auch so ein Shirt. Und das fühle ich so richtig geil von Matti. Fühle ich, boah, ich muss mir das auch kaufen. Würdet ihr das feiern, wenn ich auch sowas anhätte hier im Stream? Würdet ihr mich dann noch mehr feiern? Fliegen dann die Donations und die Subs und alles hier rein ohne Ende? Ne? Ey, wenn mir jemand den Link raussucht, ich bestell mir sowas. Wenn es das in XXL gibt, ich bestell mir das Shirt. Ich zieh das an. Ich bin voll dabei und dann mache ich einen Sportstream da drin. Geiles Ding. Mindestens 10 Subs wert. Geil. Ey, fühle ich voll. Hammer. Na, gefällt euch, was ihr seht? Oh ja. Geil. Ja, guck, die müssen das wissen, sonst ja. Wissen die das nicht. Ja. Also machte ich mich auf eine neue Suche. Ich suchte eine neue Pizzeria, die ähnlich gut zu sein scheint. Und habe mich dann für eine entschieden. Und dann war ich am Bestellen und dann kam plötzlich die Meldung, dass der Mindestbestellwert 30 Euro betrifft. Wie soll ich 30 Euro alleine essen? Fühl ich. Also habe ich Nachtisch bestellt und Getränke. Fühl ich. Und Zeugs und Gedöns und kleine Pizzabrote und so. Oh Gott, ich fühle ihn so. Kam ich über die 30 Euro und schweren Herzens schickte ich ab, bis ich 10 Minuten später einen Anruf erhielt. Dass die Getränke nicht zum Mindestbestellwert zählen, wetten? Getränke würden nicht mitzählen. Brody, ey, Mr. Mausi, Marcy, ich fühl dich so hart, das habe ich auch erlebt. Ich musste auch durch diese schwere Phase durch. Mein Lieblings-Didi-Verdienst. Er hat einfach seinen Mindestbestellwert von 20 Euro auf fucking 40 Euro erhöht. Seitdem bestellen wir bei irgendeinem Scheiß-Lieferservice und wir sind nur noch unglücklich. Du kannst nichts mehr bestellen, weil die Getränke und Eis und all diese Dinge nicht zum Mindestbestellwert dazugehören. Ich kann das so verstehen, der Arme. Oh Gott, ist das nice. Ich fühle das so hart gerade, ich kann es so relaten, Mann. Oh, der Arme. Oh. Oh shit, deswegen bestelle ich nichts. Ja, wir bestellen jetzt auch nicht so oft Essen, aber wenn man was bestellt, dann will man halt schon seinen Lieblingslieferdienst haben. Und wenn der halt nur ab einer bestimmten Summe liefert, ist halt schon traurig, ne? Sie würden einfach nicht mitzählen. Ich bin eine kleine Katze und lieg auf der Matratze. Kartoffelboy sind mir egal, ich hock ganz oben in meinem Regal. Wir können nicht hoch, die Menschen haben's verbockt. Wollten den Müll loswerden, doch haben sich verzockt. Oha, voll die schöne Stimme. Ich fand das gerade richtig schön, wie die das gesungen hat. Richtig schön. Ich glaube, irgendwann muss ich Stray auch mal spielen. Irgendwann muss ich es doch auch mal noch spielen. Ich habe zwar ein Let's Play gesehen davon so ein bisschen, aber ich muss das auch noch spielen. Das ist echt ein süßes Spiel, glaube ich. Da müssen wir jetzt nur noch gucken, wer ist die Gangsterbraut? Also hallo liebes Twitch Clips Germany, wir suchen noch eine Gangsterbraut. Also wer sich dazu berufen fühlt, mit dem Bombenleger, dem Informanten und dem Fahrer auf Raubzug zu gehen, es muss ein aussagekräftiges Foto auf dem Perso sein. Alter, was dieses eine Bild ausrichten kann von Gronkh. Dieses eine Bild von Gronkh, was das ausrichtet. Lisa, schick ein Bild ein. Lisa, das wäre so geil, wenn du die Gangsterbraut wärst. Ich würde so fühlen, Lisa. Geil. Nacho hat sich auch schon drum beworben, Kev. Ey, wenn ich das T-Shirt jetzt schon hätte. Ich sehe gerade, dass Lenny mir schon einen Link dazu geschickt hat. Wenn ich das T-Shirt schon hätte, dann würde ich das auch... Wobei, warte mal. Ich wollte euch auch schon längst meinen Ausweis zeigen. Und da habe ich sogar ziemlich lange Haare drauf. Vielleicht könnte ich das machen. Wenn ich da mein Bild einsende, ich könnte eigentlich glatt als Gangsterbraut durchgehen. Ich glaube, ich könnte das echt machen. Fuck, ich habe jetzt meinen Ausweis nicht da, sonst könnte ich... Och man, ist das scheiße, ich muss den im Auto holen. Ich hole den irgendwann. Ich muss mich bewerben. Ich will die Gangsterbraut sein. Da sehe ich mich voll drin. Ich bin auch ein süßes Bräutlein.
Hi Jen Over, moin. Wenn ich streamen könnte, würde ich auch meins einschicken. Ey, das ist halt so witzig. Ausweisbilder sind so geil. Weil du jedes Mal wirklich wie ein Gangster da reingucken musst. Das ist so belastend. Ich fühle das komplett. Kannst auch bei mir bestellen. Ich mach das meiste for free. Oh, Häppchen. Süßi. Das Bild musst du an Tom NRP senden. Das ist der Typ hinter der Story. Geil. Okay, ich mach mal ein Foto und schick's mal ein. Mal gucken, was er macht. Also, ich könnte durchgehen als Gangsterbraut. Ich würde es, glaube ich, fühlen. Geil. Guten Abend, Silberhauch. Moin. Nee, grauenhaft. Also, seid ihr bereit? Holy shit, das. Es tut mir leid. Ja, aber. Genau so ist es bei mir auch. Ich habe auch so ein Emo-Bild. Oh mein Gott, ich traue es mich kaum, euch zu zeigen. Ne? Ich sehe da auch so schlimm aus. Ihr werdet mich einfach gar nicht wiedererkennen. Ich habe auch voll die langen Haare und so. Ey, ihr müsst mich irgendwie dran erinnern, vor dem nächsten Stream. Ich muss das Bild von euch zeigen, von mir zeigen. Ich habe auch solche lange Haare, so schwarze lange Haare. Ich habe meinen Ausweis jetzt im Auto und ich werde den irgendwann mal holen. Ich zeig's euch, versprochen, okay? Versprochen. Ich kann jetzt nicht ins Auto runter, Leute, das geht nicht. Das kann ich jetzt nicht machen. Dauert zu lange. Aber ich werde es mal machen, ich zeig's euch, versprochen. Ihr habt Angst, Bombenleger genannt zu werden? Ja, Weenie, eher so Richtung Tokyo Hotel, genau. Oh Gott, das ist so schlimm. Oh. Ich kann mal Tammy fragen, wenn ich das nächste Mal auf die Toilette gehe, ob sie vielleicht den Ausweis holen will. Dann kann ich es euch heute noch zeigen. Hi, ich bin stolz auf dich. Du kriegst einen Keks von mir. Kekse! Kekse! Hat die sich jetzt den Keks aus dem Arsch gezogen? Ich möchte mich bei allen bedanken, die hier auch bei diesem Projekt mitgewirkt haben. Oh nee, nicht dein Ernst, oder? Ich biete mich an, um die Zeit zu überbrücken. Ja, guck mal, sie bietet sich an, die Zeit zu überbrücken, aber will ich nicht selber holen. Nee, ich mache jetzt die Reaction zu Ende. Vielleicht nachher, okay. Vielleicht nachher. Und hi, Hexe. Guten Abend. Ich verabschiede mich vorsichtshalber. Boah, nee. Das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Den Kopf musst du auch mit essen. Boah, nee. Ah. Ich danke dir vielmals. Ultimate Niemals. Gaming, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Eigentlich wollte ich einen Zeitreisewitz erzählen, aber den mochtest du nicht. Ich habe ihn verstanden. Ach, lol. Der war gar nicht so schlecht. Hier ist gerade Community-Treffen. Wild-Mice-Community-Treffen. Hallo, meine lieben Freunde. Ich habe heute bei H&M neue Klamotten gekauft. Die habe ich gezeigt und mit dem einen Kleid sah ich aus wie eine erwachsene Frau. Weißt du, was das Problem ist? Bei H&M haben die keine Klamotten für mich. Das heißt, ja, du wirst niemals wie eine erwachsene Frau aussehen. Kann ich relaten? H&M-Klamotten, also ja gut, okay, es geht gerade noch so, aber bei mir wird es auch schon, also mir wurde es schon teilweise grenzwertig, als ich meinen Höchststand von 135 Kilo hatte, ja Gott sei Dank ist jetzt ein bisschen was runter, habe ich auch bei H&M nicht mehr einkaufen können. Geht nicht, die Sachen sind einfach zu klein. Ist halt so. Hat jemand Bock auf Netflix und chill? Ich bin ready. Digga. Der wird auch nichts mehr von H&M passen, oder? Das ist ein geiler Suit. Den fühle ich. Ich will den auch haben. Ich bin so ready. Geil. Digga. Hast du das Ding gebaut? Wir müssen hier unten dran kommen. Was, wenn ich das hier abreiße? Dieses Swarm-Ding, hast du das gebaut? Was, wenn ich das hier abreiße? Explodieren wir dann? Mach das nicht. Matteo baut unsere Base einfach ab. Das sind Teammates, die man einfach braucht. Ich kenne das Spiel gar nicht. Sah ein bisschen aus wie Flappy Bird, oder? Und nicht Flappy Bird, ach, wie heißt das nochmal? Wo du mit diesen Vögeln, diese Vögel schießt. Alter, erschreck mich doch nicht so. Angry Bird, stimmt. Einen Moment, Moment mal, Leute. So. Ich feiere gerade total den Halloween Aliens Airsuit, der ist so witzig, Mann. Schick mir mal ein Bild davon, ich weiß nicht, was du meinst, Karl. Und hi, Nobby, mein Lieber. Könnt noch nie bei H&M einkaufen, alle Hosen sind Capri-Hosen für mich. Was sind denn Capri-Hosen?
Ach, Hochwasser. Ach so, diese so Schlaghosen, die so weit oben sind. Okay, ja, fühle, fühle. Und ja, Angry Birds war es, genau, Angry Birds. Was tut er denn eigentlich immer? Irgendwas ist da doch komisch mit der Musik, oder? Hä? Rico, ich hab mir den falsch rum auf die Stirn geklebt. Nein. Nee. Imagine, er zündet das Ding an. Falsch rum auf die Stirn geklebt. So ein Dulli. Geil. Soll ich gerade sehen, wenn das angezündet ist. Das ist echt belastend. Uff. Moin, Wow, was geht ab, Bro? Guten Abend, Digi. Habe ich gemacht, ich bin einfach ein Vollidiot. Perfekt. Ich habe gefragt, ob du ein Wunderkind, also ein Mensch mit außergewöhnlichen Talenten bist. Guck ich gleich, Karl. Moment, stimmt nicht. Ich habe ein super geiles Talent, da bin ich auch Naturtalent. Neben mir wirken andere Menschen viel sympathischer. Top! Ja. Ja. Ah, das klappt auch sehr gut. Also er hasst die Vase sehr, aber er kriegt sie nicht kaputt. What? Sorry. Sorry. Ist dein Ernst? Okay, es war geplant, dass das halt passiert, ne? Froschmädchen, die wurde mir kürzlich auch schon länger vorgeschlagen. Muss ich, glaube ich, auch mal reingucken. Die wurde mir mal vorgeschlagen an der Seite. Herstellen und basteln. Was macht sie denn Schönes? Das sieht aus. Das sah aus, wie wenn sie gerade in den Modkeller gehen wollte. Das hat sie gemacht. Ja, die Majora's Mask. Das sah aus wie eine selbstgebastelte da im Hintergrund, ne? Okay, here we go. Okay. Bei drei. Bei drei was? Schnell rein und weglaufen. Okay. Eins, zwei, drei. Hä? Was zum Teufel hätte da passieren sollen? Was hätte da passieren sollen? War das jetzt, also ich hätte es jetzt verstanden, wenn sie Cola und Mentos reingeleert hätten, aber ich habe es gerade nicht verstanden, was das hätte werden sollen. Und dann das Froschmädchen nicht auch oft hier im Chat? Nee, habe ich noch nie gelesen eigentlich bei mir im Chat. War sie schon mal hier? Weiß das jemand? Also sie wird mir öfters vorgeschlagen, das weiß ich. Hallo Mapp, mein Lieber, guten Abend. Fragt mich mal jemand, ja, Rilo, verdienst du eigentlich was bei den Streams? Warum donaten dir eigentlich Menschen Geld in deinen Streams? Ja. Um Hi zu sagen. Hi zum dritten Mal. Ja, das, was ich meine, ne? Das ist genau das, was ich meine. Perfekt. Ja, gut, easy. Also, easy money, würde ich sagen, oder? Ah, das sieht eigentlich nach einem relativ chilligen Level aus, oder? Ja. Digga, nee! Kian! Nee! Ja! Nee! What the fuck? Hä? Bruder, wie hat der das gemacht? Hat er da... Alter, also ich hätte mir das jetzt angeguckt, wenn ich das gespielt hätte und hätte von vornherein gesagt, Leute, lasst es, das sind Troll-Level, das kann ich nicht spielen. Aber er zieht's einfach durch und macht es. Digga, er sieht diesen Weg aus dem Nichts. Kian! Ja!
Alter, krankes Ding. Ich kenne mich mit Mario Maker aus, das ist ein halber Autoscroller. Ein halber Autoscroller, easy. Ich habe Mario Maker halt nie richtig gespielt. Ich habe mit Stream angefangen, da ist gerade Mario Maker rausgekommen, da war ich noch voll im Call of Duty Ding drin und so. Wenn ich schon zu der Zeit, oder wenn Mario Maker ein Jahr später rausgekommen wäre, dann sage ich euch ehrlich, dann hätte ich das hier rauf und runter gesuchtet. Vielleicht spiele ich es auch nochmal, ich habe es mal auf meinem Zweitkanal, auf Big Gaming Piece, habe ich mal ein bisschen gespielt. Da hat mir, glaube ich, Abu mal ein Level und Weenie hat mir mal ein Level geschickt, aber mehr habe ich da nicht gemacht. Aber es ist eigentlich ein geiles Game. Ist echt ein richtig geiles Game. Mario Maker ist echt eine coole Sache. Vielleicht nehmen wir das irgendwann doch mal in Angriff nochmal. Ist schon geil. Also wenn man da so coole Level machen kann. Mario und Yoshi haben mir auch mal ein Level geschickt, kann ich mich noch erinnern. Ist schon nice. Muss ich mal gucken, ob ich das doch... Ich muss kurz die Katze rauslassen, Moment. Nini, was ist los? Hey! Auf. Katze raus. Die macht sich immer bemerkbar, wenn sie raus will, ne? So, okay, weiter geht's. Ich weiß, was du willst. Hättest doch Michael von Ulrichstein. Ach, da steht's ja sogar auch. Ich weiß, wie du es willst. Und ich weiß auch, warum du es willst. Der ist sogar ich ganz horny. Also der Michael von Ulrichstein, also ich muss schon sagen, mein lieber Herr Scholli, also. Ich will nicht Milchbaum, brauch keine Jen, ja nein. Ich guck auch Gronkh nicht und auch Tanzi durch mir verbitten. Doch Lost Kitten. Cool. Sehr geil. War, glaube ich, zu ihrem Geburtstag. Ist das gut? Du Arsch! Das war zu ihrem Geburtstagsstream. Sie hat kürzlich ihren 30-jährigen Geburtstag gefeiert am Stream. Nice, geiler Song. Hallo. So freut mich das. Nein! Er macht da nichts falsch, wenn er beim Mercury drüben ist. Ah! Immer gemütlich. Perfekt. Das ist der Minecraft-Struggle, den wir alle lieben. Werfen wir erstmal die Diamantspitzhacke in die Lava. Das sind nicht meine Tonspuren, meine zwei. Ich denke, er hat das drüberlegen müssen, damit es kein Copyright-Claim gibt oder so. Stimmt, Weenie, du hast mir das auch mal geschickt und hast gesagt, ich soll mal da drauf tanzen. Ich bin gerade sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Nächstes Mal ziehe ich meine schlaue Brille auf. Vielleicht wirkt dann ihr Video nicht mehr so dumm. Den nächsten Milchbaum-Clip, den gucke ich mit dieser Brille an, okay? Mal gucken, ob das irgendwie einen Effekt hat da drauf. Ich weiß es nicht. Ganz schwieriges Thema. Nicht machen. Hä, wieso habe ich einen Kuhkopf? Ach nee. Ich verstehe es nicht mit der. Ich erkläre euch das mal. Das ganze Twitch Clips Germany System ist darauf ausgelegt, dass Menschen diese Clips auf der Website bewerten. Und Milchbaum ist eine beliebte Streamerin. Wir verstehen das nicht. Wir verstehen das nicht, weil wir diesen Cringe nicht so feiern. Aber ihr habt keine Ahnung. Es gibt so unfassbar viele Leute, die das lieben, was sie macht. Und ich muss da eine Sache einfach mal sagen, dass was sie tut und wie sie ihre Rolle spielt, da muss ich jetzt einfach mal eine Lanze für sie brechen, das macht sie schon gut. Also das ist völlig in Ordnung, die macht das wirklich gut. Das ist nicht unser Ding, aber es gibt unfassbar viele Leute, die das feiern. Deswegen, ich finde es auch cringe, ich tue mich auch schwer.
aber ich würde sie nicht haten dafür, weil sie ist eine unglaublich gute Streamerin. Die macht das wirklich gut. Also kann man sagen, was man will. Sie hat trotzdem eine unfassbare Fanbase auf Twitch und sie wird geliebt und ist auch okay. Ist vollkommen okay, auch wenn es nicht unseres ist. Und hallo Subject Delta, mein Lieber, moin. Nee, das war ein Schaf. Ist nicht unseres einfach. Ich denke mir schon, dass ich irgendwie... Das Küchen Schlitze, es greift uns an! Digga, wie ist denn diese Kuh gerade geflogen? Alter, das muss ich mir nochmal angucken. Ich bin tierlieber Mensch, aber sowas in Videospielen finde ich fucking witzig. Das Schlitze, es greift uns an! Da gibt es zu mir auch einen ganz alten Far Cry 5 Clip, da ist was ähnliches passiert. Ist ein witziges Spiel eigentlich. Ist gut. Nini J! Den habe ich schon gesehen beim Clippy. Bitte, nee. Nein! Er zieht sie einfach zurück. Shinji, jetzt haben wir ein Problem. Den habe ich schon bei Clippy gesehen im Stream. So wie, keine Ahnung, hier, besteig Ria. Also, schnüffel an meinem Hintern. Nate! Nate, sind das deine Hand, Steve? Hat er ihn gerade angeschissen, oder was? Guck mal, wie er mit seinem Ärschchen wackelt. Oh, voll süß. Was ist das für ein Spiel? Games und Demos. Voll das süße Spiel. Schnüffel an meinem Hintern. Geil. Ja, einfach geradeaus. Also nicht gerade wörtlich nehmen, sondern... Oh Gott, bin ich gerade erschrocken, Alter. Boah, habt ihr den Elch gesehen? Ah, perfekt. Was sag ich meinem Anwalt? Entspannt. Michael Myers ist der mit der Maske. Und Freddie Mercury ist der mit der mit diesen Scherenhänden, der in dem Traum kommt. Der so ein bisschen aussieht wie Wolverine, glaube ich, ne? War das nicht so? Warte mal. Stimmt das? Nee, das, irgendwas ist da falsch. Stimmt, das ist der von Queen. Oh Gott, ich muss gerade selber kurz überlegen. Freddy Krüger heißt der doch. Freddy Mercury ist doch der von Queen, stimmt. Oh fuck, ich muss jetzt gerade selber kurz überlegen. Stimmt, Freddy, oh mein Gott. Aber das kann man auch mal verwechseln, okay? Das kann auch mal passieren, dass man Freddy Mercury mit Freddy Krüger verwechselt. Top. Freddie Mercury und Michael Myers. Genau. Yes, jetzt bin ich wieder on top. Freddy ist Mercury. Moment, ich mach das Licht an. Ach so. Meinst du? Boah. Schatzi, wenn du das bei mir bei Visage machst, ich glaube, dann fliegt sofort der Controller in deine Richtung. Also wenn Tammy mal auf die Idee kommt, hier hinter diesem Vorhang hervorzukommen, wenn ich Visage spiele, dann fliegt direkt der Controller in diese Richtung. Das ist, da kann ich für nichts garantieren. Das will ich nur schon mal im Vorhinein sagen, ja? Das will ich nur schon mal sagen. Mit einem Laserblick zerschneiden funktioniert das nicht mehr. Alles, was es macht, ist, dass es brennt wie Feuer. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. High five, Spooky. Ja, fein gemacht. Oh. Gut gemacht. Spooky, mach Männchen. Oh. Stell dich hin. Ja, fein. Brech auf. Gefallen von meinem Schoß. Dreh dich. Oh. Jawohl, gut gemacht. Nochmal High five. Prima. Oh. Gute Spooky. Warum hab ich meine... Oh, das ist ja mein Clip. Oh. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's tatsächlich schon gesehen, dass ich drin bin. Und da muss ich jetzt gleich noch was dazu sagen, weil sonst versteht man das nicht, ja? Aber es war eine feine Katze gerade. Passt auf. Das ist jetzt bei Fall Guys, das ist eine neue Map, die ich damals gespielt habe, ja? Und man muss hier dieses Bild, was man da hinten sieht, ihr seht meine Maus, ja? Dieses Bild, was hier ist, muss man hier hin projizieren im Team. Das war die Runde mit dir, Cranks, genau. Mit Patricia, Cranks und Ayasa war das, glaube ich, zusammen. Und ich dachte die ganze Zeit, man muss dieses Bild da hinten irgendwie komplettieren, hier auf diesem Ding. Jetzt passt auf. Okay, Moment. Mitte, Leute. Männer, Mitte. Halt. So. Das sind alle so lost. Keiner checkt's. Und ich guck die ganze Zeit auf dieses Bild hier. Ich guck die ganze Zeit da hinten auf dieses Bild und denk mir, was tun die denn da für komische Sachen, ja? Das ist so schlecht.
Ich weiß auch nicht mal, welches Bild hier. Das sind so viele verschiedene. Ich check's gar nicht. Ach so! Und dann bin ich drauf gekommen, dass dieses Bild eigentlich direkt hinter meiner Plattform ist und dieses Ei abgebildet ist. Und ich hab's jedes Mal meinem Team versaut, weil ich das falsche Bild gebaut habe. Das war so dumm einfach. Aber es ist so verwirrend. Das sind überall Bilder und du guckst erstmal gar nicht nach hinten, weil die Kamera dich nicht nach vorne richtet. Ey, das war so lost einfach. Aber mir ist so ein Licht aufgegangen in dem Moment. Einfach der Profi. Oh mein Gott! Und ich guck die ganze Zeit auf das Bild dahin! Ja, der Schock saß tief. Oh, Bumblebee schon wieder mit seinen Katzis. Feini! Hä, okay. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Hat die Katze reingelassen? Ach, da kommt die andere und die wird ausgesperrt. Bumblebee, du Bösewicht. Lass doch die arme Katze rein, die arme. Oh, sie tut mir so leid. Sie steht jetzt draußen und kratzt an der Türe. Oh, Bumblebee, du bist so böse. Du bist so böse. Warum tust du das? Arme Katze. Geile Musik für einen Fight, würde ich sagen, oder? Für einen Elden Ring Fight. Was? Was? Hä? Er hat ihn nicht erledigt? Nein, 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 nein. Was? Nee. Und jetzt heilt er sich sogar noch. Was passiert? Oh, er hat ihn eigentlich schon besiegt, oder? Was ist das? Was? Und ich sag's nochmal. Das sind die Gründe, warum ich keinen Elden Ring spiele. Ey, das ist wirklich da würde ich auch ausrasten. Erst sitzt du drin, dann kommst du nach oben. Oh, Eistüte. Haben wir schon öfters auch bei Twitch Clips Germany gesehen. Und ich muss mich da einmal korrigieren, weil ich letztes Mal gedacht habe, dass das immer von Bots gezeichnet wird, ja. Aber ich habe das jetzt durch Luthal, durch Jan, der übrigens auch sein Manager ist, mitbekommen, dass das tatsächlich alles von selbst gezeichnet wird. Die sind einfach eine Stunde da drin in Gartic Phone und zeichnen das wirklich. Leute, guckt euch das mal an, wie krass das bitte aussieht. Guckt euch das mal an. Das machen die alles im Livestream. Wie geisteskrank ist denn das bitte? Und Genover 9000, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alter, guckt euch das mal an. Du willst raus, dann merkst du aber, dass du feststeckst. Und dann kommt jemand und quetscht dich raus. Ich aus. Das ist stimmt, hä? Das ist voll nice. Habt ihr euch abgeschlagen? Das ist voll die Story, ne? Das ist voll die Story gewesen. Katze alleine? Niemals gut. Katze alleine? Niemals gut. Jetzt kommt sie wieder, ne? Ernsthaft? Deswegen wollte ich euch nicht alleine lassen. Mhm. Ganz schlimm. Oh nein. Fuck. Nein. Alter, das ist heftig. Alter, ist das krass. Der war letztens schon dabei. Richtig wild, was der da raushaut, Mann. Heftiges Ding. Er stirbt eh in der nächsten Runde. Ich muss irgendwie versuchen, darüber zu kommen, ohne mich selber umzubringen. Ja, du kannst, wenn du einmal springst, oder ich glaube, wenn du doppelt drückst, machst du so einen hohen Sprung, so einen Double Jump, so einen Salto. Oh nein, nein, sie spielt Madison. Ich will das gar nicht sehen, Leute. Ich will das überhaupt nicht sehen, weil das ist das Spiel, vor dem ihr auch, mir auch schon Angst gemacht habt. Warum spielen alle Horrorspiele gerade? Das ist genau das Spiel. Oh. Ich will nicht mal den Clip angucken. Ganz ehrlich. Sind ihre Kopfhörer falsch rum? Nee, ich glaube nicht. Oh Gott. Bin ich sogar jetzt. Ich wusste, dass ein Jumpscare kommt und trotzdem erschrecke ich auch. Jetzt gleichzeitig. Oh. Jetzt gleichzeitig, okay? Okay, gut. Wundervoll. Toll!
Das sieht echt ein bisschen creepy aus, oder? Siege, besiegte Gegner. Oh, Lara Loft. Ich kann nichts dafür. Ah, perfekt. Das ist nicht euer Ernst. Genauso spielt auch Lisa immer Fortnite, habe ich gehört. Genauso. Das war doch nicht hoch! Nee. Ist sie Leute, trunk? Wenn wir... Ja, ich bin... Oh mein Gott, dieser scheiß Klopfen! Oh, da habe ich jetzt gerade aber auch... Hey, der kam doch auch schon letztes... Alter, jetzt habe ich es gerade aber auch abgekauft. Oh mein Gott, wie heftig... Wie realistisch klingt das denn da? Ist sie Leute, trunk? Wenn wir... Alter, ja, das ist so übel. Boah! Das ist so übel, finde ich, dieses Klopfen. Okay. Hallo. Hallo Sonja. Eine Frage, was macht ihr? Also, wir arbeiten. Sieht man doch. Ja. Okay. Wurde mir gerade irgendwas geschrieben? Oh, ich glaube, wir haben keine. Ah, schön durch den Baum durch. Ja. Durch den Boden. Ach, durch die Felswand geht auch. Oh. Hammer. Lassen wir so, oder? Das ist plötzlich eine U-Bahn. Hammer. Das ist gar kein Problem. Ah. Ey, das kann, nur wir können das machen. Chillig. Nur wir können das machen. Das, Wow. Oh, Pyjama Mickey und Freaky Nicky im Talk. Bin ich übrigens auch in 2 oder 3 Wochen freitags beim Pyjama Mickey im Talk drin. Nur schon mal so als kleiner Anteaser. Ich bin schon eingeladen. Ich werde mit dem Pyjama Mickey demnächst auch in seinem Stream einen kleinen Talk führen. Nur, dass ihr schon mal gehört habt. Wo es zu dem Tag gekommen ist, wo ich diese Person getroffen habe, war ich voll mit einer halben Flasche THC. Nee, oh Gott, das war mein... Also ich weiß nicht, Niki. Einfach mal komplett weggeballert mit einem bisschen Gras. Kein Problem, eine Flasche THC weginhaliert. Damit das State halbwegs erträglich wird, oder wie? Niki, was ist da los? Hm? Legalize it. Oh Gott, das ist nicht meine CBD. Ich meine so. CBD, nicht THC. Oh mein Gott. Okay, zu beruhigen. Ah. In den Ofen ist vielleicht ein bisschen, zu... Niki, auch eine ganz liebe Streamerin, auch eine richtig liebe. Deal Chat. Deshalb machen wir das. Das war geil. Das war witzig. Stark. Das sah cool aus, wie es nochmal aufgeleuchtet ist. Man hat richtig gesehen, wie es in den Ofen gesteckt hat. Geil. Ja, oh nein! Ich mach das alleine. Erstmal richtig schön Punch auf den Sack, perfekt. Der Arme. Okay. Ah! Oh! Oh mein Gott! Aber wie sie geschrien hat. Oh, das habe ich gefühlt. Okay. Das ist so belastend, wenn deine Katze dir komplett ins Gesicht spritzt. Aber ihre Reaktion ist genial. Richtig geiler Clip. Richtig, richtig geiler Clip. Das ist Twitch Clips Germany, Mann. Richtig geil, Mann. Hammermäßig. Geile Reaktion. Schon 107 natürlich. Der alte Cheater. Nein, oh nein, ich wollte was machen. Was ist los, denn das? Den Split in... Yo, den Split, Alter. Ich hab voll den Split da reingemacht. Hast du gesehen? Digga, was ist das für ein Spiel? Schon wieder. Weil er gesagt hat, ich hab zwei Ach, Schokoladen. Ach, zwei Schokoladen. Oder du hast dir wieder ins Gesicht gekackt. Oh.
Abonniere jetzt Twitch Clips Germany. Alter. Und du wirst es nicht bereuen, jedes heiße Video mehr zu verpassen. Ah. Yeah. Okay. Alter. Aber starke Folge. Starke Folge wieder mal. Geil. Wieder mal. Bahnbrechend. Stark. Stark. Ey, das war eine geile Folge wieder mal. Also ich muss sagen, zuletzt sind sie wirklich wieder richtig, richtig gut. Eine Folge war zwischendrin, wo ich mal so ein bisschen Kritik geäußert habe, ja. Die fand ich einmal ganz kurz nicht so gut, aber die war wieder richtig stark. Da waren geile, geile Clips dabei wieder mal. Richtig, richtig fein, Clippy. Hast du toll gemacht. Und jetzt dürft ihr alle wieder schön Tschüss YouTube schreiben, denn das war's mit der Reaction für Twitch Clips Germany. Abonnieren und liken nicht vergessen. Dankeschön.